Dankeschön, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Mitglieder der Bundesregierung. Frau Bundesministerin, ich muss jetzt direkt auf Sie replizieren. Ja, es ist noch viel zu tun. Aber als Ministerin haben wir einen anderen Anspruch an Sie. Es reicht nicht aus, im Rahmen des Frauentages einen intransparenten, sich jeglicher parlamentarischen Kontrolle entziehenden Fonds aufzulegen. Es reicht nicht, Empowerment über Webinare und Role Models nur zu vermitteln. Es braucht klare gesetzliche Regelungen, die Frauen endlich gleich behandeln und gleich stellen. Klare gesetzliche Regelungen bei der Lohntransparenz, bei verpflichtender Väterkarenz und bei vielen anderen auch. Klare gesetzliche Regelungen statt intransparenten Fonds und einfach ein Weg von dieser individuellen Ellbogenpolitik. Wenn man nur weit genug die Ellbogen rausfährt, kann es jede schaffen. Nein, wir wollen eine solidarische, gesetzlich verankerte und feministische Frauenpolitik und weg von der Ellbogenmentalität. Und nun, Herr Minister, wir haben die erneute Regierungserklärung und bereits vor 2 Wochen haben wir als SPÖ das Thema Long-Covid angesprochen. Es ist uns wirklich ein großes Herzensanliegen, weil vor 2 Wochen waren es 200.000 betroffene Personen, insbesondere Frauen und Kinder, die an Erschöpfung, Muskelschwäche, Luftnot, Konzentrationsstörungen und vielen, vielen mehr leiden. Die Therapiemöglichkeiten sind noch viel zu wenig ausgebaut, ob ambulant oder stationär. Und aktuell wird jungen Frauen mit 35, die eigentlich mitten im Leben stehen wollen, geraten, in Pension zu gehen. Und wir bitten Sie wirklich hier, Long-Covid als Thema ernst zu nehmen und das auch sehr bald anzugehen, als Gesundheits- sowie als Sozialminister. Weil ich glaube, diesen Frauen, gerade am Weltfrauentag, dürfen wir nicht signalisieren, dass wir sie im Regen stehen lassen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und Ihre Rede hat mich schon auch optimistisch gestimmt, dass Sie ein breites Spektrum ansprechen und hier auch Gutes versuchen zu tun. Und wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen haben wir auch hier einem breiten Parteienantrag zugestimmt zum Thema Frauengesundheit, wo ich aber auch appellieren möchte an uns alle hier in diesem Haus, dass Gesundheit nicht nur ein Papiertiger bleiben darf, sondern dieser Frauengesundheitsplan muss dann auch nicht nur Ableitungen treffen, sondern die müssen dann auch umgesetzt werden. Und ob der Kürze dieses Antrags, also so kurzfristig wie er gekommen ist, haben wir das leider nicht mehr geschafft, reinzuverhandeln. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier nicht nur Papier für die Schublade produzieren, sondern diesen Gesundheitsplan, diesen Frauengesundheitsplan dann auch ernst nehmen und in Realität umsetzen. Und am Frauentag ist uns auch ein zweites Thema noch sehr wichtig. Armut und die aktuelle Kostenexplosion. Wir wissen, Frauen sind besonders von Armut betroffen oder bedroht. Als Alleinerzieherinnen, als Pensionistinnen, als Studentinnen. Und all diese Frauen betrifft es natürlich extrem, wenn Heizen und Strom massiv viel teurer wird. Wenn sich in den letzten 10 Jahren die Preise für Mieten fast verdoppelt haben. Und Frauen verdienen aber mehr. Sie verdienen den gleichen Lohn wie der männliche Kollege am Nebentisch und sie verdienen auch, es zu wissen, mit einer Beweislastumkehr und einem Lohntransparenzgesetz nach isländischem Vorbild. Weil wir müssen sie da wirklich in der Selbstständigkeit bestärken und ein transparentes Lohngesetz wäre hier ein wichtiger Ansatz. Wir müssen aber leider heute auch ganz unmittelbar bei den Energiepreisen ansetzen und deswegen bringe ich hier einen Entschließungsantrag ein, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, wird aufgefordert, für ein rechtzeitiges Auffüllen der Erdgasspeicher bis zum kommenden Winter zu sorgen, durch ein kurzfristiges staatliches Ankaufprogramm für zusätzliches Gas und klare Regeln für eine strategische Gasreserve, die die Versorgung sichert. Die Abhängigkeit von Erdgas aus Russland drastisch zu reduzieren, durch Vorlage eines Pfades für alternative Gasquellen, der konkrete Mengen und Zeitpunkte enthält. Indem die Verbrauchsreduktion, die aus Klimaschutzgründen ohnehin notwendig ist, beschleunigt wird. Bürgerinnen nicht doppelt die Rechnung zahlen lassen, indem ohne Tabus konkrete Entlastungen für die breite Masse erfolgen, zum Beispiel in Form einer Mehrwertsteuersenkung auf Energie und durch die direkte Unterstützung für Haushalte mit geringen Einkommen. Am heutigen Tag ist mir aber auch eins besonders wichtig. Die Frauenbewegung war immer eine Friedensbewegung. Und Johanna Donal hat schon gesagt, der Friede ist zu wichtig, um ihn den Männern überzulassen. Und sie hatte recht. Frauen an die Verhandlungstische in der Friedenspolitik, Frauen an die Verhandlungstische bei der Sicherheitspolitik, Frauen an die Verhandlungstische in egal eigentlich jedem Politikbereich. Und Frauensolidarität
und das, glaube ich, ist auch leider immer wieder wichtig zu betonen, Frauensolidarität ist international. Wir stehen mit den geflüchteten Frauen, egal ob aus Afghanistan oder aus der Ukraine, und auch mit jenen, die in Russland flüchten, weil sie für den Frieden auf die Straße gehen. Frauensolidarität ist international, Frauensolidarität ist Friedenspolitik, und dazu stehen wir auch ganz klar. Und deswegen auch hier sind wir Bündnis bei einem breiten Antrag. Und auch hier ist es mir aber auch wichtig, dass auf diesen Antrag konkrete Schritte folgen müssen. Wie wollen wir die Frauen ganz konkret hier unterstützen, wenn sie bei uns ankommen? Wie wollen wir mit den Kindern die Traumata aufarbeiten, die sie so unmittelbar erlebt haben in den letzten Jahren? Wie wollen wir Frauen schützen vor dem angesprochenen Menschenhandel, den wir lesen in den Zeitungen, auf Twitter und Co., dass Frauen verschwinden, dass Kinder verschwinden und Opfer von Menschenhandel werden? Wir müssen hier ganz klar aufstehen und wirklich raschest Maßnahmen und Strategien setzen. Vielen Dank. Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt. Er ist ordnungsgemäß eingebracht. Er steht somit auch in Verhandlung. Am Wort ist nun Frau Diplom-Kauffrau Elisabeth Furtscheller. Bitte schön, Frau Abgeordnete.